Hast du da einen Höhlenflug? Erzähl. Richtig kacke. Ich habe, nachdem ich als Cindy aus Marzahn angefangen habe, man muss dazu sagen, ich kannte mich nicht aus in der Branche. Ne? Also wenn du anfängst, kommst aus der Gastronomie, Hartz-IV-Zeit, und dann bist du plötzlich im Fernsehen. Und du sitzt neben den Leuten, die du ja sonst abends im Fernsehen gesehen hast, sitzt du plötzlich bei irgendwelchen Sendungen. Und dann kommen Leute zu dir und sagen, Produzenten und Leute vom Fernsehen, boah, du bist so lustig und das ist so wahnsinnig lustig, was du machst. Und dann irgendwann hast du nur noch diese Leute um dich rum. Deine Familie, die können damit nichts anfangen, die hatten nie was mit Fernsehen zu tun. Die sagen, ja, ist lustig, warum schreist du so auf der Bühne, was machst du da? Aber irgendwann ist so dieser Höhenflug einfach da, weil du denkst, die Leute können wirklich dankbar sein, dass sie meine Luft atmen dürfen. Das ist echt toll, was ich hier mache. Also man ist wirklich... Es ist, aber finde ich gut. Nee, aber man darf ja nicht vergessen, ich habe innerhalb von kürzester Zeit war ich sehr erfolgreich, habe viel Geld verdient. Und es hat ein Weilchen gedauert, bis dann wirklich mein jetziges Management, was ich jetzt habe, die dann auch irgendwann mal gesagt haben, du ey, du bist jetzt wirklich aber auch nicht der Mittelpunkt der Erde. Ne? Du bist in der DDR aufgewachsen. In der oh ehemaligen Gott, DDR. Aber das war aber auch gerade so. Komm schon. Du bist in der DDR aufgewachsen. Ja. War die Frage zu unvermittelt? Die war schon so, du bist in der DDR aufgewachsen. Nee, sehen Sie jetzt den Report ja. Über Elke Bessi. Aufgewachsen in der DDR. Wie hast du den Mauserbefall mitbekommen? Aber hier steht Mauerfall. Wie hast du den Mauerfall? Der Mauerfall. Ich stand in der Küche, habe abgewaschen und abgetrocknet. Meine Mutter saß im Wohnzimmer und sagte, die Mauer ist gefallen. Ich so, ja, ja, und habe weiter abgewaschen. Das war für uns Mauerfall. Man dachte erst, da ist irgendeine Finte aus dem Fernsehen. Die veräppeln dich wahrscheinlich irgendwie. Und es war alles so wie in so einem Film. Ja. Und dann fährst du nach Berlin, holst dir Mickey Mouse T-Shirt und einen Pulsspray. Meine 100 Mark nicht bekommen. Spektakulär, ja. Aber es war einfach so. Ich stand an der Gedächtniskirche und dann stand ein Bekannter von mir aus Meile, stand auch da, weiß ich nicht, 200 Meter. Was machst du hier? Wer soll da gucken? Ich so, ich oh. Und das war dann. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Also da war nicht irgendwie, hey. Ich habe an der Gedächtniskirche gestanden und vergessen, wie die heißt. Das ist richtig bitter. Wirklich. Der ist nicht schlecht, mein Freund. Der ist nicht schlecht. Ein Schwenk aus meiner Jugend. Aus deiner Jugend oder meiner Jugend? Ein Schwenk im Fragebereich. Der Amerikaner sagt, Let's Dance. Let's Dance hat mir eine sehr schöne, also ich hatte eine Zeit dort, die war sehr anstrengend und auch sehr schwierig, weil wir kein Publikum hatten, das fand ich so am schwierigsten. Und ich danach, als wir fertig waren, ich konnte ja die letzte Sendung schon nicht mehr tanzen, weil ich mir einen dreifachen Knorpelschaden hinter der Kniescheibe geholt habe und konnte einfach nicht mehr laufen. Und dann dachte ich so, musste zum MRT und das war, ich hatte einen Termin gemacht vorher und dann kam ich da hin und dann saß die Schwester da so und guckte so, ich glaube, sie passt nicht ins MRT. Sagt sie, ja, das ist halt schwierig, sie müssen in so ein offenes MRT. Und dann habe ich festgestellt, der dreifacher Knorpelschaden, ich kann nicht mehr schwimmen. Nur noch bedingt Fahrrad fahren. Wir sind ja beide jetzt Menschen ohne zwingend Idealmaße. Haben jetzt alle gerade Ohr gemacht, als ich zu. War aber auch sehr leise, ne? Haben ja, sie selber ja, gemerkt. Ja. Das ist sehr. Und das war jetzt ein bisschen spät, ehrlich gesagt, aber. bist du ja viel angefeindet worden, Stichwort virale Medien und so? Ist zu dick zum Tanzen oder nicht sonst zu doof, was? Zu groß, die Schuhe, warum trägt sie keine Absatzschuhe? Das war wirklich ein heikles Thema. Warum tanzt sie nicht in solchen Schuhen? Kannst du eigentlich tanzen? Ich kann, nein, was mich oft nicht abgehalten hat, aber... Bist du so ein Tischtänzer, so am Tisch stehen und dann ein bisschen so... Nee, das finde ich ganz richtig schön. Ich gehe tanzen und lass bleiben, das ist wie ein bisschen Laminat verlegen. Aber das ist, hast du was zum Tanzen von Let's Dance? Ja. Was? Die Tanzschuhe, die habe ich noch. Nein. Nein, ich meine Schritte. Ey, ganz ehrlich, so tanzt doch keiner, ne? Wie? So ein Tango, Gesicht an Gesicht, das willst du doch gar nicht. Oder kannst du, Salsa kannst du bestimmt, du hast doch bestimmt Musik vorbereitet, wir tanzen gleich, oder? Wie ich dich gerne. Nein, ich habe nichts vorbereitet. Aber wir passen uns ja nicht ab.
einschalten. Ich es spricht. Er nein. Ja, was denn dann? Es ist ja selbsterklärend aufgebaut. Ich? Wo steht das? Verkäufer in der Bedienungsanleitung. Ach, die gibt's trotzdem, sag ich? Verkäufer sind ein Korinthenkacker. Ich dafür, dass es selbsterklärend ist, reden wir schon ganz schön lange drüber. Und der Grund, meine Damen und Herren, sollte klar sein, auf diesem Planeten ist nichts selbsterklärend. Das Universum, das Leben, der Tod, Banane. Nichts davon ist erstmal selbsterklärend. Wie viele Menschen haben in der Geschichte dieses rotierenden Klumpens, den wir Erde nennen, über Jahrtausende Bananen mit Schale runtergewirkt? Wann hat der erste Mensch, vielleicht einer der Borgias, in Sammet und Pumphosen erstaunt gesagt, ach, das kann man abmachen, das Gelumpe? Das einzige Selbsterklärende, das ich je kennengelernt habe, war auf einer Party. Es hieß Marcel. Und es sagte, hey, ich bin der Marcel, krasse Fete, oder? Ich bin ja nicht so der Partygänger von Natur aus, eher so zurückgezogen. Ich mache zu Hause viel mit Holz, also Balsaholz, ganz weiches Material. Pressikleben wie nix, auch ohne U. Diese Markenkleber sind der Etikettenschwindel. Da gibt's billige Alternativen ohne großes Preisschild. Man muss ja aufs Geld achten. Ich bin als Grundschullehrer auch nicht vom Glück begünstigt, nichts mit Verbeamtet und so. Und dann guck mal, wo man bleibt, auch wegen der Scheidung. Die Werbel war aber auch ein Luder. Nach vorne immer ganz etipetete, feine Dabe. Wenn man sie umgedreht hat, pfui, der wollte man das Maul mit Seife auswaschen. Ganz gässiges Fräulein und empfindlich wie nix. Ein Zimmerbrand im Lötkolben und schon war die weg und du so. Selbsterklärend eine hohle Phrase für Dinge, die man trotzdem kurz erklärt haben müsste. Oder im Falle von Marcel nicht. Ich sage bewusst nicht und nicht, nicht wirklich. Das ist auch so ein schiefes Teil. Was für eine Kackphrase. Hey, geht's dir gut? Nicht wirklich. Was bedeutet nicht wirklich? Ich meine, die Wirklichkeit ist ja hier. Und ziemlich genau jetzt. Also was habe ich unter nicht wirklich zu verstehen? Dass du in den Tiefebenen von Mittelerde, wo du nicht bevorzugt aufhältst, weil du da ein seltenes, hoch anerkanntes Mischwesen bist, halb Hirsch, halb Verwaltungsfachangestellter, mit donnernden Hufen und Laptop die Auen rauf und runter galoppierst und vom letzten Pimmelswerk bis zum Halbtagsorg winkt dir jeder zu und bietet pralle Früchte feil auf das dir vermoost munden, weswegen du da ziemlich vortrefflich geschlafen hast, Wirklichkeit aber nicht, oder was? Dann sag doch einfach nein, ich habe die halbe Nacht gewählt, Filtertüte alle, aber noch nicht kacken, Straßenbahn war voll. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Aber wirklich besser als nicht wirklich. Beim nächsten Mal dann die Phrase, die man bringt, wenn man das zuvor gesagt überhaupt in keinen Zusammenhang bringt. Nämlich in diesem Sinne. Bis dann. Danke. Jetzt. Danke. Anderes Thema. Ich war ja mal, also ich war ziemlich lange Zooskeptiker und fand das nie gut. Ich habe da sogar mal eine Nummer drüber gemacht über Zoos. Und da habe ich gesagt, es ist wirklich nötig, dass wir im Ruhrgebiet exotische Tiere haben. Ich meine, es gibt doch im Senegal auch kein Gehege mit Rauerdackel. Aber
Sind das liebe Tiere? Sie zählen zu den, im Zoo zu den sehr gefährlichen Tieren. Sie stehen jetzt. Gefährlich für mich jetzt. Wenn ich jetzt da reingehe, gibt's auch Fresse sofort. Ja. Sofort auf die Fresse. Wenn er dich ganz toll finden würde, ist es halt kein Garant, dass er dich dann gehen lassen würde. Was muss ich denn da machen? Krieg ich dann die Haare geflochten und muss hier wohnen oder was? Ja, was gucken wir uns jetzt an? Oh, Trampeltiere. Und sogenannte Altweltkamele. Es gibt ja diese Stehhöcker, aber auch Hängehöcker. Na klar. Und wenn ein stehender Höcker halt fällt, wenn zum Beispiel die Stute ein Jungtier hat, ne, dann braucht sie halt das Fett aus den Höckern, um Milch zu produzieren. Allerdings gibt es auch bei den Trampeltieren, dass es gutes Bindegewebe gibt und schlechtes Bindegewebe. Kein Grund, sie zu stigmatisieren. Du bist als Trampeltier immer gleich gut. Lass dir auf Instagram nicht von anderen Trampeltieren vormachen. Du wärst nicht schön, wenn dein Höcker hängt. Das ist einfach nicht wahr. Wie ist der Gefährlichkeitslevel von Trampeltieren? Kann ich da jetzt mal rein wenigstens? Die sind ja schon sehr süß. Ja, rein theoretisch könnten wir rein, aber wir müssen schon sehr, sehr aufpassen. Ich kann aber sterben. Nein, so schlimm ist es nicht, aber wie du vielleicht schon als Kind gelernt hast, laufen die hinter einem Pferd entlang, es könnte nach hinten austreten. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, das habe ich natürlich nicht gelernt. Nein. Gelernt, schließ dein Fahrrad ab. Man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Nächster Punkt. Giraffen. Monumentale Tiere. Komm, wir machen die Szene nochmal, aber mit der Musik von Jurassic Park. So wie ein Shoothaus. Oh. Was geht ab? Ähnlich wie bei den Kamelen, wo ist der Hals natürlich viel, viel länger. Es sind die kleinen Details, die haben nicht sofort auffallen. Nein, ne? Aber jetzt guck dir gleich mal die Zunge an. Wow. Ja, muss ein bisschen runterkommen. Die Zunge, wenn du das Maul ansiehst, sagt man immer, ist so lang wie der Unterarm. Messunterarm. Achso, ja, der menschliche, natürlich. Messunterarm. Okay, pass auf. Auf lässig. Oh, selten hat einer so ins Ohr geatmet. Also, noch nie. Walter, Sachverwalter. Ja. Oh, ist das romantisch. Wir bauen noch eine persönliche Ebene zueinander auf, die hauptsächlich auf Knäckebrot fußt, aber Kerle größer oder? Kerle sind natürlich größer, ein Stückchen. Naja. Aber ansonsten schaust du einfach unterm Bauch. Und die Kerle sind auch ein bisschen muskulöser, wenn man so sagen darf. Das ist altes Patriarchatsdenken. Das ist totaler Quatsch. Ich bin auch ein Kerl, ich bin teigig wie Hupe. Weißt du, wie lange Giraffen leben? Ja, 30, 40 Jahre. Ich weiß genug über Giraffen. Ich weiß halt, dass wenn man ein Bungalow hat, kann man die nicht zu Hause halten, weil das sperrig ist. Hier kann ich auch nicht rein, ne? Nein, eine Giraffe kann bis zu 1,5 Tonnen wiegen. Na, das sind mal eben 1000 Kilo mehr als beim Trampeltier. Ja. Und da steckt noch mal ein bisschen mehr Wumms hinter als bei den Trampeltieren. Wie so ein Dinosaurier sind die unterwegs. So stelle ich mir das vor. Nächste Station. Hallo. Erdmännchen. Können wir da reingehen? Was noch was? Guck mal, ich mache ein paar hier runter. So, guck mal hier. Ja. Und ein paar auf die Hose. Nein. Pass auf, das ist die völlig falsche Stelle. Das ist die falsche Stelle. Wenn ihr Streit habt, dann nicht an meinem Sack. Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Oh. Wenn diese Geräusche aus einer Hose kommen, ab zum Arzt. Warte doch mal, Eva. Hier sind alle Würmer. Entschuldigung. Folgendes, Freunde. Ich habe diesen Koffer. Ihr seid Erdmännchen? Ihr wohnt hier, ich verstehe das. Das ist Gelsenkirchen. Folgendes Angebot. Wenn ihr hier nicht mehr sein wollt, habe ich einen Fluchtplan ausgearbeitet. Geht wie folgt. Ich habe euch Kleidung mitgebracht. Menschenkleidung. Wenn ihr da reinschlüpft, ich habe alles Mögliche. Und euch vollkommen natürlich benehmt, dann kommen wir heraus. Quatsch mit niemandem, folgt mir bis zum Auto, das steht vorm Gelände. Wie sieht's aus? Tja, mein Plan war gut. Ist aber irgendwie nicht angenommen worden. Erdmännchen wollen nicht woanders wohnen. Ich bin mit meinem Latein am Ende, meine Hose ist voller toter Mehlwürmer, aber es war eine wunderschöne Begegnung mit ganz tollen Tieren. Und ich mache mich jetzt vom Acker.